Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Minecraft. In der letzten Episode haben wir eigentlich, ja, dieses ganze Gebiet mal, ja, auf eine Ebene gebracht mal, ne? Also es wird noch interessant. Ich habe ja extrem viele Ideen. Da hinten bei den Steinhaufen hätte ich irgendwie gern, ja, so eine Art Leuchtturm. Will ich interessant finden. Ganz ehrlich. So sozusagen für die Schifffahrt, ne? Weil es ja hier doch ja so verschiedene Kanäle gibt. Auf der anderen Seite stelle ich mir auch sowas ähnliches vor. Also es wird ja wirklich interessant. So, jetzt muss ich noch schauen, wenn ich hier runter gehe. So gerade runter gehe. Oh, okay, dann da komme ich fast dahin. Okay, das ist interessant. Dann kann ich das ja so eigentlich richtig schön bauen, dass dieser Weg so langsam zu der Brücke führt dann in Zukunft. Oh, Alter, die Fantasie geht mit mir durch. Ah, das ist auch das Schöne an Minecraft. Das Einzige, was einen irgendwie aufhalten kann, ist die eigene Fantasie. Das ist es eigentlich. Die eigene Fantasie ist ja das Limit. Und deswegen finde ich Minecraft eigentlich auch so toll. Man kann einfach alles machen. Sich seine eigene perfekte kleine Welt schaffen. Das hat schon was. Das hat schon was. Das hat schon was. Ist ja auch schön, wenn man seine eigene perfekte Welt erschaffen kann. Finde ich toll. Finde ich einfach toll. So schnell schlafen gehen, bevor die ganzen Monster auftauchen. Und perfektes. Regnet noch immer. Oh, okay. Es hat aufgehört. Nice. So muss das sein. Der ganze Farn auch noch. Ja, das. Dann werde ich viel Farn haben, um das Ganze hier zu. Aber es ist gut. Ich will ja nicht, dass der ganze Farn hier verloren geht. Wäre schade drum. Und zweitens, ich bräuchte dann viel Knochenmehl und so. Und, ah, verdammt. Jetzt habe ich mir jetzt kaputt gemacht. Ja, für eine neue Schere habe ich jetzt nichts dabei. Jawohl, die. Ah, die Bakaya kann ich kaputt machen. Also ganz ehrlich. Ich habe sowieso so viel Farn. Ich will ja nicht so dichten Farn machen. Aber schon hier und da mal ein bisschen. Damit das zur Landschaft passt. So. Sieht ja toll aus. Sieht ja schon mal toll aus. Da kann ich gleich überprüfen. Viel vergrößern können wir hier nicht, ne? Das ist mir klar. Sind wir eigentlich eh schon hier. Ja, schön. Schön. Dann muss das Ganze auch noch, ja. Ach, Bäume halten. Wird das schön. Gut.
Und weg mit den Bäumchen. Wie gesagt, ich werde die dann alle wieder natürlich auch anpflanzen. Das ist wirklich nur jetzt, ja, um das natürlich alles irgendwie besser planen zu können. Aber es wird noch interessant. Dann ja, das auch weg. Ja, klar doch. Die Blätter hole ich mir jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe wirklich eigentlich genug davon. So, ich hoffe, es ist wirklich nur noch eins hoch. Nein, es muss nur noch eins sein. Ach Gott. Ja, natürlich bleibst du oben hängen. Natürlich, ja, genau. Ja, komm schon. Das war ein Fuchs, den ich hier gehört habe. Hier ist er auch. Das muss ich irgendwie. Ja, damit er nicht connected ist. Dann gönnen wir uns doch ein wenig mehr. Eigentlich könnte ich ja hier. Ja, die Erde reicht ja aus immer für sowas. Klar. So. Das ist schon nice. Das ist schon fast schade. Ja, da muss ich schweren Herzens beide losieren. Weil trennen kann ich die nicht. Okay, theoretisch könnte ich das schon. Ja, vielleicht sollte ich es auch tun, ganz ehrlich. Ah, nee. Nee, das macht dann keinen Sinn. Nee, muss ich beide losieren. Ja, schade. Schade. Ach, verdammt. Ja, bleibt schon wieder oben hängen. Komm doch, Holz. Arbeite mit mir. Ganzen Kühe, Alter. So. Ehrlich, das werde ich auch brauchen. Die Äxte werden wir. Wenn man sich fragt, wieso ich eigentlich nur Steinäxte mache, wenn ich auch Metall habe. Tja, einfach nur um das Metall zu sparen. Na, ich würde es zu schade finden, würde ich jetzt das Metall mit diesem Blödsinn hier verbrauchen. Da mache ich mir lieber eine Rüssi draus oder so. Habe ich irgendwie mehr davon. Da ist ein Stöckchen runtergefallen. Ja. Hier geht's weiter. Solche Bäume will ich dann vermeiden. Ich finde die einfach hässlich, ganz ehrlich. Alter, hier geht's ab. Ja, ich will mir so einen kleinen Mischwald machen dann. Also nicht unbedingt Birken. Eher so Eiche und Fichten. Birken eher nicht so. Birken sind irgendwie nicht so mein Favorit. Am liebsten mag ich Eiche.
Und Schwarzeiche finde ich richtig geil, aber leider habe ich ja keine. Finde ich schade. Finde ich echt schade. Aber ja, was soll man machen? Leider gab es keine Schwarzeiche bisher in der Nähe. Na, ich würde sagen, wenn wir hier mal einigermaßen das alles gebaut haben, was wir bauen möchten, dann mache ich mich mal wieder auf die Suche nach Schwarzeichen. Mal sehen. Mal sehen. Vielleicht finde ich ja nicht einmal was. Sehr schön, dann habe ich auch genug Holz. Schwarzeiche wäre natürlich verdammt geil für Dach. Wenn ich mir so ein Holzdach mache, sollte es ja nicht so, ja, keine Ahnung, so hell aussehen, dann wäre es ja eigentlich irgendwie neu, ne? Ich will ja, dass das irgendwie so älter aussieht, so mehr, keine Ahnung, so. Einfach nicht wie neues Holz. Und da ist Schwarzeiche eigentlich richtig geil. Schwarzeiche sieht so richtig used aus. Nicht so, als ob man gerade gestern das Dach gemacht hat. Nein, einfach. Einfach schon richtig so wie ein paar Jährchen alt. Dass man sieht, dass es ja doch schon länger so ist. Das will ich. Deshalb hätte ich gerne eine Schwarzeiche. Das ist eigentlich der Hauptgrund dafür. Ich finde es schade, dass ich noch keine Schwarzeiche gefunden habe. Es wäre wirklich nice. Aber ja, schade. Schade von dem her, dass ich bisher noch kein Glück hatte. Ja, Tropma habe ich eigentlich auch nicht gefunden. Ich habe nur das Glück, dass in der Anfangskiste ja 4 Tropensetzlinge drin waren, ne? Mit denen ich eigentlich einen ja, Riesenbaum machen kann. Ne? Das ist sozusagen ein Mammutbaum. Kakaobohnen habe ich auch gefunden, also könnte ich auch Kakaobohnen eigentlich schon, ja, farmen sozusagen. Ne? Von dem her hatte ich Glück, obwohl, ja, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn ich mal Tropen finden würde. Natürlich habe ich auch Bambus schon gefunden und so in Truhen. Aber es, ja, ist halt eben nicht dasselbe, ne? Ja, finde ich manchmal echt schade. Und Schwarzeiche, Alter, ich weiß nicht wieso. Egal, wann ich Minecraft gespielt habe, ich hatte immer Schwarzeiche in der Nähe, jedes Mal. Aber natürlich, in meinem Gameplay keine Schwarzeiche zu sehen. Ja, finde ich zwar schade, aber ja. Wird ja wohl irgendwo ein Schwarzeichenbiom noch sein, ne? Wäre jedenfalls wünschenswert. Wäre echt wünschenswert, wenn ich es auch bald finden würde. Also ich würde mich jedenfalls nicht beschweren, wenn ich eines finden würde. Wie gesagt, für Dächer wäre es das Schönste. Was einfach ästhetischer aussehen würde, wenn ich Dächer hätte, die nicht, ja, auch Fichte, wie man sieht, sieht eigentlich noch hell aus. Birke schon gar nicht, zu helles Holz. Akazien zu rötlich. Eiche ist tick heller als das noch. Das ist eigentlich das Dunkelste, was ich jetzt zur Verfügung habe. Und ich finde es einfach nicht schön. Ich würde viel lieber Schwarzeiche haben. Dann sieht das mehr used aus.
einfach schon älter. Finde ich weitaus besser. Aber ja. Oh, verdammt. Warte. Oh. Okay, Alter, dieser verdammte. Enderman. Geh weg von mir, Alter. Verschwinde, du Arsch. Also ich wollte dich nicht mal ansehen, Mann. Und so haben wir jetzt gelernt, sieh ein Enderman nie in die Augen, dann wieder voll aggro. Und auf das hat keiner Bock. Obwohl, so eine Enderperle wäre schon nice. Aber ja. Ist da wahrscheinlich. Wo ist der? Alter, wo bist du, Junge? Aha. Oh. Alter, wo bist du, Junge? Komm schon. Wo bist du, mein Freund? Wir sehen jedenfalls nirgends. Okay, ja, vielleicht. Vielleicht ist er abgehauen. Vielleicht ist er einfach nur abgehauen, der Alte. Enderman. Ich wollte mir eigentlich nur das Stöckchen holen, das war alles. Und dann dreht er einfach nur durch. Naja. Wo auch immer er jetzt ist, nachdem ich ihn so zweimal gehittet habe. Naja. Naja, naja. Weg muss er jedenfalls. Nicht machen. Sonst. So muss es sein. Kann ich das perfekt abbauen. Und dann geht's weiter mit dem Stall. Will ich mal behaupten. Dafür habe ich auch gesorgt. Schön. Dann haben wir das doch mal erledigt. Kann ich den Rest nach Hause bringen.
immer der Enderman-Typ ist. Ich bin froh, dass er weg ist. Da, wie viel Erde. Es wird nicht weniger. Aber gut. Aber gut. Fichtensetzlinge habe ich ja auch so viele. Hier noch schnell das Feld ernten. Sieht cool aus. Alles schön anpflanzen. Wird nice aussehen. Ja, gut. Los geht's. Schön mal ein bisschen davon und gleich anpflanzen. Perfekt. Und dann geht's gleich weiter. Schön eingesammelt. Und los geht's. Perfekt. So geht's mal weiter. Dann möchte ich hier mehr diese Strohballen haben. So. Ein paar Strohballen, Mann. Alter, wie wenig eigentlich man nur rausbekommt. Wenn man gleich 9 Stück von dem Blödsinn braucht. Naja. Ich gehe mal in meinen Abbauwald. Ja, gut. So geht's weiter. Dann baue ich mal die alle ab, damit ich mal von dem Holz so ein wenig habe. Und dann bauen wir mal drauf los. Birken, Eichen und Akazien abbauen. Und dann wird das schon was. Das sieht alles sehr nice aus. Geht sogar noch in einen anderen Baum, sogar noch rein, auch noch. Ah, Äpfel. Jetzt. Ach, verdammt. Doch nichts raus. Ist schon so dunkel. So. Schnell noch schlafen. Ach, da drüben steht schon ein Zombie, Alter.
Diese verdammten Zombies. Gibt ja echt nichts Besseres zu tun. Ist eigentlich gar nichts runtergefallen. Oder doch hier. Einer. Ja. Gut. Gut. Das muss noch korrigiert werden. Dann. Sieht da ziemlich gut aus. Wow. So viel frei. Hallo. Hey Fuchs, alles klar? Hey, da ist ein Zombie gestorben. Tja. Gut. Wenn er gestorben ist, dann macht er mir keine Probleme. Nö. Okay. Das hier auch noch. Da hier auch noch was. Alter, hier überall. Gut. Ich glaube. Ah, verdammt, hier ist auch noch einer. Nö. Jetzt auch, oder? Ja, jetzt auch. Das war's. Mit dem Baum. Ja gut, wenn ich hier alles vermehren kann. Mehr Setzlinge sind nie schlecht. Jetzt muss ich ja wieder da rein. So, mit den Bäumen läuft's, ich mal behaupten. Jürgen haben wir ja auch. Ich habe ein Hühnchen gehört. Genau. Genau. Nein, zu viel. Jetzt wieder los. So, schön. So wie es sein muss. Ja, ihr Kühe. Ihr bekommt dann schon euer Gehege hier. Bisschen Holz. Thank you.
richtig schön das ganze Holz abbauen hier. Und dann habe ich, glaube ich, mal genug hier, ja, eigentlich das Ganze einzurichten. Auch gleich so. Das nehme ich auch noch mit alles. Dann auf der anderen Seite ist auch noch Zeug. Könnte ich noch eine Axt gebrauchen? Nice. Und weiter geht's. So wirklich viel Zeug hier, aber es funktioniert ganz gut. Holz haben wir dann ja hoffentlich genug. Nee, mein Freund. Jetzt weiter. Ich sowieso bald alles abgebaut. Und dann wenn wir hier richtig viel. Ja, noch was da ab. Gut. Guter Mann. So, hier haben wir auch Zeug. So, helfen wir ein bisschen nach. Dann helfen wir doch ein wenig nach. Ein wenig jedenfalls. So. So. Nehmen wir eine schöne Runde machen. Der Fuchs ist ja richtig gern in diesem Gehege, Alter.
Junge, was machst du denn? Nee, nein, nein. Nichts für dich. Kann ich gleich wieder schlafen gehen? Ja, hat ja toll funktioniert. Wieder ein wunderschöner Morgen. Aber ich würde sagen, das war's auch für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.